Die Idee ist ebenso einfach wie genial. Ein Wagen, der sich mit einem beweglichen Bandboden entlädt. Leistungsstarke Ölmotoren treiben dazu die Trommel an, auf die das Band gewickelt wird. Der Bandit brachte Krampe daher auf der Agritechnica 2009 eine Silbermedaille ein. Jede Menge Know-how steckt nach Angaben von Krampe in der Steuerung der Maschine. Bisher ist der Bandit mit konventioneller Hydraulik ausgerüstet. Zur Serie wird es eine Load-Sensing-Anlage geben. Die Mulde des Bandit ist fast baugleich mit der bereits bekannten Big-Body-Wanne. Nur ist die Mulde des Bandit nicht konisch. Der Wagen ist übrigens absolut rapsdicht. Die Wanne hat nur nach vorn einen schmalen Spalt, durch den das Band zur Trommel geführt wird. Mit dem Band kann dosiert entladen werden. Der Prototyp hat noch zwei Bandgeschwindigkeiten, zur Serie soll es nur noch eine geben. Auch mit sehr schwerem Ladegut hat der Bandit keine Probleme. Die Antriebe zum Abladen sind mit ausreichender Reserve ausgestattet. Die vorderen Antriebe, die das Band wieder aufwickeln, sind nicht ganz so stark dimensioniert, aber auch sie ziehen leichte Paletten und Quaderballen sicher nach vorn. Optional soll es in der Serie auch vorne leistungsstarke Antriebe geben, die schwere Paletten dann sicher nach vorne ziehen. Großen Wert legt Krampe auf die normale Heckklappe. Sie ermöglicht das Abladen auch in sehr niedrigen Gebäuden. Geöffnet hat sie eine Höhe von nur 4,40 Meter. Das Band stammt ursprünglich aus der Förderbandindustrie. Es ist 3 mm stark, zwei Gewebeschichten sind ins Gummi eingebettet. Um auch letzte Schüttkegel sicher abzuladen, ist das Band ausreichend lang. Richtwert für die Bandlänge ist die Brückenlänge mal 2 mit einem Zuschlag von 5 Metern.